Das Phänomen, nach dem wir suchen, ist, dass man das gemeinsame Erlebnis schafft. Es ist ja ganz oft so, dass man Renaissance-Musik, alte Musik eher in eine Kiste steckt und sagt, das ist für ältere Leute, das ist eher was Ruhigeres. Und das glauben wir einfach nicht, sondern wollen das gerne auch an die jungen Leute bringen und mit denen gemeinsam erleben. Am besten am Workshop gefallen haben mir vor allem die vielen neuen Eindrücke über die Renaissance-Musik. Aber ich glaube, das, was ich am liebsten mochte, ist, auf unseren modernen Instrumenten die Zeit nachzuempfinden. Was ich auch extrem gut finde, dass die Kommunikation sehr gut funktioniert zwischen den Jungen und den Alten. Weil es ist ja völlig egal, in welchem Alter man ist. Man kann immer miteinander musizieren. Man kann sich immer austauschen mit Ideen. Ich fand es am spannendsten, mit allen zusammenzuspielen und auch mit so vielen verschiedenen Instrumenten. Das ist wunderbar, wenn man über die Tage mitbekommt, wie die Jugendlichen auftauen und sich immer weiter öffnen für diese alte Musik. Und wie man dann gemeinsam neue Sachen zusammen entdeckt. Alle steigen sozusagen aus und treffen sich hier auf einer Insel sozusagen in diesen schönen Räumlichkeiten und in dem tollen Park und machen Musik und wollen was Neues lernen. Und wir haben angefangen, mit diesen Instrumenten alte Musik zu machen. Das war für viele neu, die hatten zum ersten Mal ein solches Instrument in der Hand und die mussten erst lernen, mit dem Rohrblatt umzugehen, das Instrument in der Hand zu halten, und das wird von Tag zu Tag besser. Also ich finde es auch einfach spannend und interessant, dass die früher schon solche Musik gemacht haben und was die für Instrumente einfach hatten. Ich habe auf einer Cornamuse gespielt, dann noch auf dem Sopran-Dulcian und auf dem Zink und auf der Posaune. Wir haben ganz unterschiedliche Unterrichtseinheiten und versuchen auch, dass jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin was mitnehmen kann, was speziell für ihn oder sie einfach sinnvoll ist. Es gibt Leute, die sind eher an Bewegung interessiert. Es gibt Leute, die wollen spielen. Es gibt aber auch Leute, die sich darüber freuen, wenn es immer wieder Nahrung für den Kopf gibt. Also wenn man Dinge erfährt und auch Dinge zusammen ausprobieren kann. Wir haben zum Beispiel eine Chorbuchseite angeschaut, die besonders schön verziert ist. Und ich finde jedes Mal, dass es wirklich ein neues Gefühl ist, wenn alle zusammen in dieselbe Seite reinschauen und auch so nah zusammenstehen dann. Das ist eine andere Art von Musik machen, als wenn einfach jeder hinter seinem Pult ist. Die arbeiten richtig gut an die Sachen. Es ist sehr schön zu merken, dass Sachen entwickeln. Die werden auch besser, die Stücke kommen voran, die klingen jedes Mal, dass wir dann gehen, ein bisschen besser. Besondere Momente sind für mich immer wieder, wenn ich merke, dass alle in einem gemeinsamen Groove sind und nicht mehr nachdenken müssen über das, was sie machen, sondern gemeinsam einatmen, sich als Gruppe empfinden und auf einer Welle surfen sozusagen. Mit Capella della Torre sind wir schon seit fast 15 Jahren jetzt voller Begeisterung auf der Bühne und spielen Renaissance-Musik und nur Renaissance-Musik. Es ist uns aber wahnsinnig wichtig, dass wir auch Musik weitergeben und diese Begeisterung weiter vermitteln. Also, dass man auch gerade zu jungen Leuten immer wieder sagen kann, lasst uns das gemeinsam machen, das ist was uns alle angeht und das macht einfach Spaß.